Ich weiß gar nicht mehr. Irgendein neues Amt hatten wir bekommen, das zweithöchste. Und die Überlegung war, ob Villa bauen oder direkt auf Schloss sparen. Ihr verdient Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Nee, 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 Handwerkskunst das war ja das Falsche. entwickeln können. Übt Da. euch weiter im Handwerk, dann werdet ihr Psst, bald eine psst, es markante lädt doch schon. Verbesserung spüren. Inquisitor? Nee. Nee, 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 da waren wir schon längst weiter. Warte mal, ich mache mal langsam. Hofrat. So, und da hatte ich gerade geguckt. Ah ja, richtig. Was ich denn da Tolles machen kann. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Guck mal, ich darf auch, glaube ich, noch gar nicht mehr als eine Burg, als eine Villa haben, oder? Absetzung beantragen. Ne, ich wollte jetzt erstmal chillen. Ich wollte jetzt erstmal chillen und den hier slow and steady unbeliebt machen. Genau. So. Krass. So, jetzt muss ich mir erstmal wieder einen Überblick verschaffen. The Main 2 vielleicht. Also irgendwas in der Art wird es geben, aber ja, mal gucken. So, ich gehe erstmal. Wir haben 9 Uhr morgens, aber, oder? Ja. Kann ich das eigentlich. Ja, 9 Uhr morgens. So. Okay. Ja, sehr gut. Der Preis ist gut. Der Preis ist gut. Aber ich habe nur einen. Okay. Ich könnte. Wie ist da der Preis? Der ist okay. Der von Gerst ist scheiße. Beschlag ist übel teuer gerade. Und Holzzapfen ist okay. Ja, aber hier läuft. Hier läuft. Hier hatte ich alles ausgebaut. Genau. Beweise. Spione sind unterwegs. Gut. Ich check erstmal alles ab. Ach so. Ach ja, ich habe schon den höchsten. Ne, warte mal. Hofrat Maximilian Knabe, ihr habt unseren Berufsstand zur höchsten Ebene auf dem. Ja. Aber ihr könnt es. Also niemand, der euch noch was beibringen könnte. Ihr solltet nunmehr euer Privileg einsetzen und einen weiteren Beruf erlernen. Einsatz, Dexter. Und wie erlerne ich nochmal einen weiteren Dexter! Beruf? Ich würde sagen, wir machen erstmal. Ja, Villa kann eigentlich. Kann Villa warten? Ich weiß nicht. Eure Berufe. Da, sechster Meistergrad, Patron. Ich mache Pause. Wir könnten natürlich auch Räuber, Gardist, Geldleier ist halt, da hätte ich Bock drauf. Wir könnten auch. Wir können auch erstmal auf Villa scheißen. Und einen zweiten Beruf angehen. Und da ein Haus bauen. Unser Gasthaus abgeben. Einen einstellen, der das leitet und uns komplett erstmal im zweiten widmen mit Unmengen Geld im Hintergrund von unserer Schenke. Könnte man machen. Ich habe Bock auf Geldleier oder Räuber. Hallo aus Goslar, hier sieht es immer noch so aus wie im Spiel. Ja, Goslar ist echt richtige alte Stadt. Du kannst vielleicht ab und zu mal in deiner Schenke vorbeischauen, da du nämlich letztes Mal den Stammtisch frei. Ja, stimmt. Stammtisch. Welche Biermarke trinkst du eigentlich am liebsten? Dexter. Dexter! Händler? Da war ja was. Also ich würde sagen, Räuber, Geldleiher oder Gardist. Oder Gaukler. Oder Gaukler. Ich glaube, Geldleiher passt am besten, weil Räuber, da müsste ich halt jetzt übel illegal gehen und das würde gar nicht dem Playstyle bisher passen. Da würde ich lieber irgendwann anders mal einen neuen Spielstand starten, wo wir dann Gaukler oder Dieb gehen und dann später Räuber. Parfümeur? Nee.
Welchen Lippenstift? Garnier Fructis. Ich glaube, ich mal Geldleier. So, aber wie kann ich den leeren? Also, wie kann ich noch. Ja, lass mich ein anderer sein. Heißt das? Ist das richtig? Ist es richtig? Ich mal es einfach mal, Leute. Warte, ich hatte ja gespeichert. Go. So. Und jetzt? Ihr könnt an der Versteigerung der Pachtrechte für den Steinbruch. Mindestens. Nö. Ich will doch keinen Steinbruch. Stammtisch. Bürger Lars Keller. Nicht Dietrich? Dorothea Müller. Ist ja ein richtig schön deutscher Name. Bauen. Handwerksbetriebe. Schenke wird so. Hä, habe ich. Was hältst du von Abo-Specials? Habe ich früher viel gemacht, mittlerweile nicht mehr. Weil ich nicht abhängig von meiner Abo-Zahl geile Videos machen will. Sondern immer. Hä, ich bin jetzt verwirrt. Bin ich denn jetzt Geldleier oder nicht? Da. Hat irgendwer einen Plan, wie ich jetzt eine Bank bauen kann? Oder muss ich die kaufen? Weil ich kann dir nur Schenke Würz aus Gasthaus. Ah, Wechselstube. Unter spezielle Gebäude. Für diese Art von Gebäude steht leider kein Bauplatz zur Verfügung. Wow. Wie? Wie? Steht nicht zur Verfügung. Hätte keinen Platz. Ja, und jetzt? Kaufe ich einfach einen Laden auf. Nee, aber ich will gern von null anfangen. What? Warum bin ich denn überhaupt in einem anderen Wirtshaus? Selbst schuld. Ach ja, der Streamtitel passt gar nicht mehr, ne? Muss ich mal anpassen. Hier. Köln-Knechten die dritte. Aktualisieren. Aktualisieren. Ich bin halt echt ver. Ah. Mein Gast war schon mal. Ah. Okay, jetzt sind schon drei am Stammtisch. Und? Was bringt mir das? Kaufen, abreißen, neu bauen. Ich könnte ja einfach mein Haus. Nein. Kaufen, abreißen, neu bauen. Geiler Name. Wachhaus Diebe ohne uns. Wie viel kostet hier so ein Dreckshaus? 5.600. Unterschlupf. Dexter! Moment, ich kaufe mir ein richtig kaputtes Gebäude. Hier. Nein, nein, nein. Geh in eine andere Stadt, die ist low. Psst. Ich kann nicht erwähnen. Bewohner 20. Kann ich nicht kaufen. Unterschlupf. 14.000. Ne, ich müsste schon ein Haus kaufen. 3.000. Aber woher weiß ich, ob der Platz genug ist für eine Wechselstube? Das ist halt das Problem. Kann mir jetzt aber auch keiner sagen, ne? Ist hier gerade kein Profi? Lagerhalle, Haus. Haus, Haus, ja.
Ah, ich muss wahrscheinlich ein Beruf, ne, ein Handwerksgebäude kaufen, oder? Damit der Platz reicht. Könntest du mich bitte mal grüßen? Rükerl Anja. Rükerl Anja, ich grüße dich. Ein richtiges 20.000. Schmiede die Esse. 10.000. Das könnte ich mir gönnen. Oder? Oder ich mach's relativ in der Nähe von meiner... Hier, was ist das? Geldleihe, lol. Aber ich will von Null anfangen. Das will ich echt. Boah, 36.000. Holy shit. Bürgerhaus. Die ist nicht groß, Hälfte einfach vorher. Ja, aber die Ausbaustufen vielleicht. Nächstes Jahr vielleicht was frei. Leute. Hier, was ist Gießerei? Ich guck mal, 3000. Genau nebenan. Leider besitze ich nicht den nötigen Titel oder Meistergrad. Das heißt, ich kann nur eine Schenke oder eine Wechselstube kaufen. Ja, dann... Wow, und dann abreißen, nur weil ich von Null anfangen will. Das ist Kacke. Bankhaus. Tschüss. Aus welchem Jahrhundert ist das Spiel? 1863. Ja, dann hier Geldleihe. 12.000. Ich will echt von Null anfangen. Aber warte, vielleicht kann ich das auch gar nicht, weil ich nicht den Meistergrad habe, weil Geldleihe ist ja nicht Wechselstube. Ja, lol. Ich kann nur eine Wechselstube... Lol. Es ist ja GG. Gut, eventuell gibt es nächstes Jahr Platz. Oh, Erbschaft. 4.000, schön. Gut. Ich muss mich mal wieder hier um die Scheiße kümmern. Ich gucke einfach nächstes Jahr nochmal. Wie sieht's hier aus? Oh, Rohstoffe gehen zur Neige. 4 Stück, aber der Preis ist nicht so gut. Ja, dann schicke ich mal die Scheiße hier zum Marktplatz. Abfahrt. Hä? Miese Zeiten, habe ich recht. Das Nachbarhaus platt machen. Naja, aber Handwerkshaus, die Schmiede? Was ist... Und so ein Gebäude hier? Guck mal, das sieht doch fett aus. Ach, wisst ihr was? Ich speichere jetzt. Dann kaufe ich das gegenüber. Um hier... Nein. 8 und 12? Wow, gibt's keinen Mittelwert? Ja, 8.000 ist doch zu wenig. Komm, 12 drauf geschissen, ey. So, und jetzt? Neuem Gast aus Spandauer Bräu schließt sich Dagobert Winkelmann dem Stammtisch an. Nice, ein Dagobert. Stammtisch? Hörst du auch Ask Alexandria? Ja. Neuen Sänger finde ich kacke. Stammtisch ist voll besetzt. Und jetzt? Was ergibt sich da jetzt? Was machen meine Spione? Ja, interessant. Ja, sind noch unterwegs. Lehnt euer Kaufangebot ab. What? Das ist eine Bruchbude. Komm her. 12.000. Nee, hatte ich ja. 16.000. Das ist doppelte Preis, du Hurennutte. Entschuldigung. So, der ist angekommen. Schön. Dexter ist auch da. Toll. Importe. So, ich muss die Scheiße jetzt hier leer kaufen. Was noch? Preis ist kacke gerade. In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. Zurück. In einem eurer Schankbetriebe. Der lehnt einfach den doppelten Zutaten. Preis ab? Was ein Hurensohn! Das Lagerhalle? Die Lagerhalle? Arbeiterhaus?
Hier, das Ding? Ah ne, ist ja meins. Ich Vollidiot. Ja, wisst ihr was? Ich könnte auch einfach... abreißen. Gebäude meine ich. Ich könnte einfach jetzt eine scheiß Villa bauen, mein Haus abreißen und da die Wachstube hinbauen. Das ist gut. Oder? Ja, oder? So, was ist der Karren da? Das mache ich. Aber die Villa dauert halt ein paar Jahre zu bauen. Nee, das mache ich nicht. Egal. Wir gucken mal. Wir gucken mal. So, wie ist der Preis gerade? 2000. Also eine Villa will ich so oder so bauen. Komm, dann fahren wir jetzt erstmal zum Markt und verkaufen die Scheiße hier. Schwere Eskorte und Abfall. Jawohl, der Preis ging auch gerade hoch. So, jetzt können wir nochmal hier ein bisschen Unfrieden schaffen. Warte. Ah, ist leider nicht ready. Aber... warte, was haben wir denn? Was haben wir denn gerade noch für Equipment? Nur ein Gehstock. Nur ein Gehstock. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Schön. Hier, irgendwie Kreise für Sohle oder so? Nee. Duft. Hier. Zack. Und den. So. Und Bücher? Gar nicht. Na gut, dann können wir das mal hier einsetzen. So, der soll mich mögen. Und... warte mal. Ich will wissen, wie die zueinander stehen. Okay, ich mach ihn noch weg. So, warte. Hol nee. Stein und Bier. Wie ist der Preis jetzt gerade? Jawohl, raus. But, irgendwas wollte ich gerade noch machen. Ah, das hier? Brief aus Rom. Ach ja, genau. Ups. Können sich nicht mehr riechen. Und den baller ich auch noch drauf. Zack. Jetzt wurde der komplett weggerackt. Ja. Okay. Gut. Neue Information. Die Zeche an der Stammtischrunde in meinem Gasthaus. Lol. Ach, das bringt Stammtisch. Dann haben wir da Erzbischofin. Diakonin. Erzbischofin. Da könnte ich abfacken. Warte mal, was können wir da jetzt machen? Oh, ich kann bezürzen schon wieder? Hä? Ah, für AP. Okay. Wer war noch mal Erzbischofin? Ach, die! Die kann ich ficken? Aber es bringt mir nichts, weil die mag mich. Gut. Aber interessant. So, und hier geht einiges, wa? Das ist ja geil. Du, ballern die erstmal 3000 für Alk aus. So, ich wollte eine Villa bauen. Bevor jetzt das Jahr zu Ende ist. Villa. Ah. Hier schön am Wasser? Ja, ne? Schön am Wasser? Komm. Sechs Jahre dauert das. Gut. Gut, ich glaube, dann sind wir durch. Es steht gleich eine Wahl an. Oh. Garnier Fructose.
Gamescom bin ich jeden Tag. Jeden Tag, ja. Gut. Wann streamst du wieder LOL oder machst du nach deinem Dia-Erfolg erstmal kurze Pause? Ich mache erstmal kurze Pause. Ah, okay. Ich weiß halt immer noch nicht, was das hier wirklich effektiv mir bringt, wenn ich das mache. Weil da steht halt Wert, aber ich schätze, das ist die Straftat, nicht wahr? Ich kann damit einfach nur Leute ficken. Naja. Gut. So. Ah ja, genau. Am 2. Über der Vergabe dieses höchsten Amtes werden nun die Mitglieder der Landesebene befinden. Es gibt vier Bewerber. Wie, oder? Die Gitter. Nee, die da drunter mag mich noch mehr, oder? Ist weg. Ohne Sorge. Die sieht doch komisch aus, ich bin die. Oh nee, der wäre nicht gut. Oh nee. Ah doch, ist gut. Lol, ist gut. So. Die Gäste, okay, schön. Ah, es ist Winter. Jetzt würde mich interessieren. Die Beweise an sie verkaufen? Kein Plan, Mann. Oh! Oh! Der kaiserliche Herold verkündet, in unserer unendlichen Gnade haben wir entschieden und verfügt, dass ihr von nun an den folgenden Titel tragen dürft. Freiherr. Nice. Was bringt mir das? Effektiv? Nicht so viel, wa? Verwendung von Parfüm ist verboten. Amtseinkommen 7000 pro Jahr. So, wird hier jetzt gebaut? Warte, Wechselstube. Das sagt Balls. Okay. Hier, das ist alles zu teuer. Gut. A Palazzo kann ich. Okay. So. Ich guck erstmal. Ach, mein Wagen ist noch hier. Habe ich übers Jahr vergessen. Dexter! Hier, ich kann mal einkaufen. Auch wenn die scheiße teuer sind. Aber die werden irgendwie auch nicht billiger. So. Hat ja auch schwere Garde oder wie das heißt, Schutz. Man munkelt in den Schenken, die Lager von Schmiedebetrieben im Umland seien zum Bersten gefüllt. Ein jeder freut sich, da werden einige Preise sicher bald fallen. Großschwerter und Silberketten. Tschüss! Oh, ich habe gerade noch sehr schnell, ne? Das ist kacke. So, warte. Gerste, Roggen, Beschlag. Gut, den können wir mal reparieren. Das Ding können wir vielleicht mal renovieren. So, das Haus brauche ich ja nicht. Das will ich ja abreißen. Das kann verfallen. Die Reparatur eines eurer Karren ist abgeschlossen. Okay. Gut, jetzt können wir nochmal hier den Hannes unbeliebt machen. Beziehungsweise uns beliebt. Jawohl. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Nee, das ist nicht da. Gut. Ups. Auf ihn? Ja. So, und jetzt vielleicht nochmal. Jemand beleidigt euch zutiefst mit seinem Auftreten. Ja, ist ja in Ordnung.
Ich könnte halt die hier auch rausmobben, ne? Oh ne, die ist beliebt. Oh lol, was? Oh nein! Was? Ich könnte aber wahrscheinlich von Steinbruch teilnehmen, das Minus geworden, ne. Ein von euch benutzter Gegenstand. Ja, es ist doch gut. Ich muss nachdenken. Alter, die liebt den. Why? Ich beantrage ihre Absetzung und versuche sie gegen ihn mies zu machen. Ja. So. Weil die kann ich ja echt nicht gebrauchen da, ey. So, schön. So, jetzt Absetzung beantragen. Oder warte mal, habe ich vielleicht was gegen sie in der Hand? Oh, Zweile. Euch scheiden lassen? Oh. Zwei Leibwächter habe ich jetzt. Absetzung beantragen. Die. Sehr gut. So, was haben wir hier? Neue Informationen. Hexerei, Diakonin, Obrist. Ah, die. Ah, nee, die muss für mich stimmen. Renovierung abgeschlossen, sehr schön. Wer? Während ich dann... Landesherr. Ja, das ist doch der Ficker ganz oben, ne? Er hier. Ja, aber er wird echt immer... Wenn sie wegfällt, kann ich ihn, glaube ich, versuchen absetzen zu lassen. Oh, Gehstock brauche ich. Gehstock. Und ich brauche das. Und Gehstock. Gehstock finde ich hier, ne? Nee. Doch da. Nee, Stab eines Edelmannes? Da, Gehstock. Schade, ist nicht verfügbar. Aber das hier kann ich mal machen. Zack. Nice. Alter, bald kann einfach niemand mehr den leiden. Oh. Schön. So. Ich mache Subscriber-Mode an, weil mir das irgendwie gerade zu viel wird. Und ich da... Was? Subscriber. Weil irgendwie, ich habe da gar kein Gefühl mehr, dass ich da gerade mitkomme. Villa wird gebaut. Sehr schön. Ja, sehr schön. So, ich kann mal gucken, ob ich eine Wechselstube bauen kann. Gibt's einfach keinen Bauplatz. Das sagt natürlich Balls. Ja, ich reiße einfach mein Haus ab. Ich könnte das nochmal versuchen zu kaufen. Für 12.000. Habe ich nicht mal, lol. So, was geht hier? Ein Brand 5 ist Stück. In unserer Stadt ausgebrochen. What? Wo? Oh, lol. Ist aber weg, weit weg von mir. Geil, dann werden Bauplätze frei. YOLO. Und wenn hier meine Villa ist, habe ich hier auch was in der Nähe. Ich hoffe, das Ding zerfickt. Jawohl, greif über, Junge. Aber hoffentlich nicht zu viel. So, was geht hier so? Nichts, ne? Genau. Da stehen die ganzen Gesetze. Ja, ist ja Latte. So. Gehstock, ne? Wollumhang. Gedicht. Das kann ich noch gebrauchen. Wobei, da wird meine Alte neidisch, ne? Egal. ihre Gunst brauche ich, genau. Jo, Alter, jetzt geht's aber ab. Beruhigt euch mal! So. Ich habe einfach seit mehr als 2 Jahren kein Video verpasst. Lass mir subscriben und einfach mal... Wow! Das ist eine Ansage. Alter, jetzt geht's hier aber ab, ey. Haben wir eine Feuerwehr? Dexter? Na gut. So, was geht hier? Ich check das halt nicht. Also, ich kann die halt nur anklagen. Nee, warte mal. Ich kann doch erpressen. Vielleicht dadurch? Ist es das? Talent verbessern? Ah, nee, das ist... Ein Fest geben? Oh, ich könnte auch ein Fest geben. Das macht sogar Sinn. Aber warte mal, was war hier? Jemand anschwärzen.
Moment, was war Anschwärzen nochmal? Anschwärzen war doch. Habt ihr Beweise für die dunklen Machenschaften? Bla bla bla. So könnte eine andere Persönlichkeit der Stadt diese Informationen hier zukommen lassen. Dexter. Ah, damit sich zwei beefen. Dexter. Warte mal. Diakonenspitzel Obrist. Ho! Obrist war die hier. Da mach ich die beiden Gegner. Oh Gott, das ist ja gut, das ist ja gut. Auf in den Saal, ja. Wen wollt ihr anschwärzen? Den? Drückt die Daumen, auf das Landsherr Paulus Pfeist euren Ausführungen Glauben schenkt. Glaubt euch kein Wort, informiert Obrist. Oh. Das ist ein Hurensohn. Ich muss es, glaube ich, mal mit jemandem, der sie nicht mag. Oder der mich mag. Ja, da macht es keinen Sinn. Hä? Aber die mag ihn nicht. Hä? Offenbar hat's geklappt. Check ich nicht. Okay. Gut. Bin jetzt ein bisschen verwirrt, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Oh, Junge, Alter. Oh, die haben es gelöscht. Scheiße. Aber es ist übel im Arsch. Es muss wahrscheinlich ganz runtergehen. Alter, brennt. Brennt. Warte, wie viel Wert hat das jetzt? 20.000. Schade. Da ist der Waldbrand schon over. Übrigens, ich hatte ja überlegt, baue ich eine Villa. Gott sei gepriesen, die Feuersbrunst konnte gebannt werden. Mögen wir zukünftig vom Feuer verschont bleiben. Schön. Baue ich eine Villa oder ein Schloss? Aber das sind unterschiedliche Gebäude tatsächlich. Villa kann man noch upgraden. Ich glaube zu Palazzo. Und dem Palazzo. Das ist ja Ausbaustufe 4. Und Landsitz ist dann 1. Und dann geht's wieder los. Bis zu Schloss. Ja. Scheiße, er hätte ja auch direkt einen Palazzo bauen können. Na egal. So, ich kann mal wieder ein bisschen verkaufen, wa? Ah, ist schon wieder übel spät hier. Warte, die kann ich noch verballern. Guck mal, 6 Stück. Nice. Stammtisch 2000. Achso, eins wollte ich noch. Lehrlingsjahre, siehste? Befördern. Achso, muss ich im Gebäude befinden. Na gut. Der eine arbeitet einfach seit 19 Jahren für mich. Seit 19 Jahren. Wer die Ernenner sind? Und ob er wirklich meine Gunst braucht? Oh. Ja, ich denke mal, oder? Beziehungsweise, wie kann ich denn das gucken? Leute, ich hatte gar keine Begleitung, oder? Doch, hatte ich. Und weg damit. Dexter! Naja, ich muss ihn ja vorher... Ehe ich nachgucken kann, muss ich ihn ja auf jeden Fall erstmal absetzen. Ja. Aber jetzt wird erstmal die Alte abgesetzt. Gut. Dann lassen wir mal durchrattern. Achso, ich könnte doch jemanden bestechen. Nö, es läuft eigentlich ganz gut. Er wird halt übel unbeliebt. Richtig so. Gut, ups. Gut, ich lass mal durchlaufen. Dann haben wir das für heute erledigt. Schade, dass das nicht geklappt hat, die eine da anzuschwärzen. Aber irgendwie mögen die sie trotzdem nicht. Aber er mag mich halt auch nicht. Und meine Rhetorik ist kacke. Ob Max auch so lange YouTuber bleibt wie Gronkh. Ich bin seit 5 Jahren auf. Lol, jemand anders will ihn absetzen.
wenn das klappt, GG. Ja, er selber ist dagegen. Leute, irgendein anderer hat das. Nice. Nice. Die mag ihn. Ja, die Hure, die wird weggeballert. Also ich meine, abgesetzt. Oh Junge, Geheimrat? Franz? Nice. Nice. Tschüss, Junge. Und die muss auch weg. Absetzen. Nice. Klein und unschuldig. Also selber ist dagegen, ist in Ordnung. Oberste, komm. Durch. Der Sound ist halt immer noch übel cancel, ne? In dem Alter von Bond, das ist halt übel schwer zu sagen, ne? Der ist halt wesentlich älter als ich. Das sind so viele Jahre. Kann so viel passieren. So. Perfekt. Alles läuft nach Plan. Meister der Intrigen. So. 41 Gäste hatte ich jetzt auf einmal? Why? Sind mit dem Angebot zufrieden? Aber ich habe doch nicht mal Angebot. Ich hatte halt den Schnaps noch. Aber ich habe halt, ohne Witz, ich habe halt nichts. Ich verstehe das echt nicht. Unsere Stadt wächst und gedeiht. Täglich kommen neue Einwohner. Freie Ämter, Landsherr. Rein. So, jetzt. Das wird echt die Runde der Politik, Alter. Bewerben. Kammer. Amtskandidatur. Ernenner sind alle. Okay. Okay, da muss ich mich jetzt beliebt machen. Wobei bin ich ja. Aber noch mehr. Und ich kann auch noch bestechen. Ah, das wird schön. So, jetzt erstmal der gute alte Knochenring. Treuer Begleiter. Dann Bücher. Gedicht. Ne? Kann ich auch noch ein... Duft. Heiligen Duft. Ach ne, ist ja verboten, ne? Stimmt. Ihr bemerkt einen verführerischen Duft an Steuereintreiberin Brigitta Adala, der euer Interesse weckt. Junge, ich bin verheiratet. Was ist denn das jetzt? So, ich lese mal hier der hier ein Gedicht vor. Wobei, die will bestimmt auch kandidieren. Dann deren Gedicht. So, und hier für dich habe ich nochmal... Warum habe ich drei Reifen? Für dich habe ich nochmal Reifen, damit du mich liebst. So, und die alte... Erzbischofin. Wobei, die mag mich ja eigentlich auch. Okay, ich besteche noch die Obristin ein bisschen. Hier. Ups, nein, nicht sabotieren. Oh, schön 3000. Jawollo! Das hat was gebracht. Nice. Dann gebe ich mal ein Fest. Ne? Brot und Wasser. Ne, Wildbret. Komm hier alles. Ja, damit ich auch schön beliebt bleibe. So. Seid so nett. Geil. Schöne Feier geben. Schöne Party. Project X, Alter. Roomtouren aus dem Altersheim. Wenn ich Alzheimer hab, dann gibt's einfach jeden Tag Samstag-Shit. Das ist aber echt übel die interessante Überlegung, wie das überhaupt in Zukunft wird mit YouTubern. So, oh, ich muss einkaufen. Ne, ob die irgendwann... Weil, ist ja kein wirklich klassischer Beruf, ne? So.
Komm, das Ding, das versuche ich jetzt nochmal zu kaufen. Ah, warte mal. Ah, ist das nervig. Lehnt euer Kaufangebot ab. Schon wieder, Alter. Künstler, schön. So. Ich muss einkaufen. Das. Oh. In einem eurer Schankbetriebe. Ja, ist er schon unterwegs. Vielen Dank für die Einladung zu eurer Festlichkeit. Ich nehme diese an und freue mich schon auf das Ereignis. Nice. So. Was, wie sieht's hier aus? Losschicken. Jawohl. Ja. Ich glaube, es hängt auch mit Beliebtheit zusammen. Wie voll mein Dingens wird, oder? Meine Kneipe. Naja. Ah ja, danke. Die Reparatur eines eurer Karren ist abgeschlossen. So, bist einfach schon 6 Jahre, du verdienst eine Beförderung. So. Was ist denn jetzt los? Achso. Gut. Hier nochmal renovieren. So. Der lehnt das Kaufangebot ab, dieser Hurensohn. Dexter! Alter, das ist einfach fast kaputt hier. Oder sollte ich das versuchen zu sabotieren? Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Nee, oder? Nacht und Nebel bin ich halt übel bad, oder? Warte mal. Wo kann ich das nochmal gucken? Ach, auf mein... Ah, ich habe auch Söhne, ne? Scheiße, ich muss mal zur Schule. Fuck! So, das ist einfach schon 9 und immer noch im Kindergarten, oder was? So, der Wirt. Sola. Geldleier, damit er mal lernt, mit Geld umzugehen. So. Und Kutscher? Kutscher ist 5. Aber ja, Spielzeug, scheiße. Ist aber auch nie was da, Alter. So eine Kacke. Ach, echt? Ach, die Geldgeschenke sind, damit er später Vermögen hat? Sola sollte Parfümeur werden. Oh, scheiße, ich hätte ihn zum Gaukler machen sollen. Geldgeschenk. Sodass ihr bei eurem Ableben euer Vermögen in sichere Hände wisst. Ah, so ist das. Ja, du bist mein Sohn, hier. Ich hab dich geboren. Ich hab mit Tirza Liebenfels rumgefickert. Und Sola ist einfach, der ist einfach 9. Was kann, der ist ledig. Katholisch. Und du bist 5. Nächstes Jahr kommst du in die Schule, mein Sohn. Aber Kutscher, was willst du werden? Also Beruf, ja. Hier, willst du Schmied werden, Steinmetz, Tischler, Wirt, Parfümeur, Alchemist, Prediger, Händler, Bankier, Gardist, Dieb, Räuber, Friedhofswärter, Gaukler oder Schneider? Gaukler geht. Oh. So, ich kann hier mal gucken. Warte mal, Amtskandidatur? Er schon wieder, er will wiederkommen. Wer ist das denn? Ach, das ist sie, oder? Ah, fuck. Erzbischofin und irgendein Herzog aller. Ups. Der wird aber auch nicht gemocht. Ja, da bin ich safe drin.
Easy. So, Prediger wie der aus Braunschweig. Ja, okay, dann wirst du Prediger. Aber ich weiß halt nicht. Oh, ich brauche wieder Roggen. Wie ist da der Preis gerade? Ich brauche Roggen, Junge. Und? Ja, und was ich finde. So. Bodenspekulation. Geil. 3000. So, was macht meine Villa? Wird gebaut. Kutscher ist ein richtiger Gaukler, ist doch klar. So, Diebe ohne uns ist auch einfach. Ah, schade. Ja, ihr bräuchtet ein Spielzeug, ne? Meine lieben Kinder. Jawohl, Steinsoldat. Jawohl. Jawohl. Ah, nee. So, aber ich weiß halt nicht, mit wem ich weiterspielen soll. Mit Sola oder mit Kutscher? Sola habe ich jetzt ziemlich verkackt, ne? Weil der ist schon 9 und fängt jetzt erst an mit Ausbildung. Aber ich pumpe alles in Kutscher. Hier einen schönen Steinkreisel gebe ich dir, mein Sohn. Du spielst stundenlang voller Begeisterung mit dem Steinkreisel. Und lernst dabei für dein Leben. So, Kutscher. Ja, du spielst, mein Kind. So. Alter. Toll, so nichts da. Kacke. So. Können wir dir eigentlich schon mal eine Kirche kaufen, ne? Aber geht ja nicht. Ich könnte noch einen Gasthof kaufen. Schöne Konkurrenz aufkaufen, wa? Öllampe. 14.000. Oh, was? Ein Kampf? Wurde in Brand gesetzt. In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. Oh, lol. In einem eurer Krass. Schankbetriebe fehlen Ja, bin Zutaten. doch schon da. So, wieder ans Werk. Du könntest mal deiner Frau was schenken, die mag dich ja gar nicht. Ja und? Ich hab doch Söhne. Wir sind im Mittelalter. Alter, jetzt setzt die Parfüm gegen mich ein, die Hure? Die hier? Die lieben mich einfach. Ach, das Fest findet auch statt, ne? Mal gucken. Kutscher wird also Prediger. Na gut. Ah, da freue ich mich drauf. Die Frau ist Legemaschine und Geldanlage? Warum eine Geldanlage? Ich spiele doch mit meinem Sohn weiter. Oh, neue Informationen. Wo bist du denn? Verwendung von Parfüm. Stimmt. An mich, die Hure. Aber ist egal. Ich will eigentlich bei mir, ich will jetzt gewählt werden. Und dann sollen mich alle lieben. Die sollen mir in den Arsch kriechen. Wie lange das dauert, bis du Prediger bist, bis ich sterbe. Ich weiß gar nicht, wann das ist. Guck mal, das ist mein Vater. Der Bernfried. Ich bin 40. Ich bin halt echt in Rhetorik der übelste Noob, Alter. Und im Kampf auch. Sola hat einfach als Neunjähriger so viel Rhetorik wie ich. Guck mal, Kutscher ist einfach mit 5 schlauer, wesentlich begabter als Sola mit 9. Alter. Warte mal, finden wir hier noch was für Kutscher? Hier, schöne Schiefertafel. Guck mal, wenn du Prediger wirst, dann brauchst du sowas. Ne, das trainiert nämlich Rhetorik, mein Lieber. Da. Kutscher Knabe. Bitteschön. 1700, Alter. Oh.
So, was ist da? Ah! Jetzt habe ich gereiht. Immer wenn die Info kommt, kauft hier jemand gerade die Beweise ab. Nice, Stammtisch. So, warte mal. Kann ich jetzt noch was verkaufen? Wie ist hier der Stand? Oh, der Preis ist gut. Schaffe ich es noch zu verkaufen? Nee, ich glaube nicht. Ich versuch's. So. Ja, Schiefertafel wegen deinem Kinn. Alter. Übrigens sind neue Emotes geplant. Die sind schon in der Mache. Ja. Ich mach die morgen fertig. Und dann müssen die noch von Twitch abgenommen werden. Ich werde auch alte raushauen. Dieses Butz und Schlitz und so, das kommt alles raus. Ich finde das kacke. Und es kommt richtig viel dumme Scheiße rein. Zum Beispiel Spaß Matt Mowgli. Spaß Dexter. Spaß Swag Dexter. Dann ein paar Ausschnitte aus Selbststurm der Gefühle. Das wird schön. So, gut. Schön. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir das höchste Amt kriegen. Herr Verona, Pod und so, es kommt auch weg. Was? Achso, für sich selber. Stimmt doch alle für sich selber, oder? Nee, geht gar nicht. Oh, ich glaube, jetzt habe ich so gut wie gewonnen. Das ist, glaube ich, das fucking höchste Amt. Ich habe Köln in meinen Händen. Der fucking Bürgermeister, den hasse ich doch. So. Oh fuck, ich brauche wieder einen Gehstock. Ah ja, Handwerkskunst verbessert, okay. Ihr habt euch im Talent Handwerkskunst durch die Lektüre des Buchs Das Maß und die Kunst. Bietet Lagerhalle nur bekannte ihr seid einfach für 26.000 an. Die hier. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Nee. Was bringt denn eine Lagerhalle? Ich dachte Mauer. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Das Ding. Genau neben mir. Jemand für wie viel? Bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Für 12.000. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Lol, was haben die alle? Jemand bietet euch eines seiner Palazzo. Gebäude zum Kauf. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude Why? Zum Kauf. Nur weil ich jetzt der krasse Banger bin Jemand mit dem hohen Amt? Das hört nicht auf. Zum Kauf. Friedhof will ich nicht. Jemand Bürgerhaus? Bietet euch eines seiner Gebäude zum nee. Kauf. Jemand Gottes Acker Nebelstill. Seiner Gebäude zum Kauf. Was ist los mit dem? Why? Why? Oh, ich kaufe das hier. 12.000 abreißen. Bebauen. Ja. Abreißen. Oh, warte jetzt. Fuck, ich habe nicht gespeichert. Egal, dann speichere ich jetzt, bevor ich es abreiße. So, ich mache ganz langsam. Durchdachte Mauer abreißen. Wie lange dauert das jetzt? Okay. Mein Wagen ist ja da. Jetzt ist der Preis abgrundtief scheiße. Geil. Aber ich brauche einen Gehstock, verdammte Scheiße. Mann! Okay. Was kann mein Amt jetzt? Erlaubter Wohnsitz bei euch, zwei Leibwächter, euch scheiden lassen. Amtseinkommen. 10.000. Holy shit. Kanonenturmnutzung ist erlaubt. Darüber kann ich entscheiden. Immunität. Ich kann nicht angeklagt werden.
Amtssessel vertauschen. Zwischen zwei Personen Frieden stiften. Ihr dürft einen Lehrgang in der Schweiz besuchen, um so einen ertragreicheren Meistergrad als Geldleiher zu erlangen. Der muss raus. Nee, Frieden stiften. So, ich kann Geldleier upgraden. Schön. So, jetzt will ich da bauen. Verdammte Scheiße. Why? Hier, ich will da bauen. Bauen. Ich habe das verkauft. Warte. Abriss. Das kommt auch weg. Nur zum Test. Das macht keinen Sinn. Oder? Das macht einfach keinen Sinn. Check ich nicht. Neuladen. Da, hier. Ja, das ist dieses Jahr. Denke, weil du jetzt alles als Besitz annektieren kannst. So, das ist jetzt das Autosave vom Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt wollen alle mir wieder Kaufangebot machen. Hier den Palazzo, holy shit. Die Kunst noch mehr perfektioniert. Ihr seid einfach brillant. Danke. So, jetzt der Wagen angekommen. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude. Ja, jetzt geht's wieder los. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. So. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Stein. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Gut. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Halt doch bitte dein Maul. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Liegt das vielleicht daran, dass für den Gebäudetyp eine Begrenzung in der Stadt gibt und diese Begrenzung schon voll ist? Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Das könnte sein. Hier ist ein Bankhaus. Ich würde halt so gern von null anfangen. Du meinst, dass es zu viele Banken gibt? Kauf einen Friedhof und reiß den ab. Warum? Könnt ihr mal googeln? Liegt es daran, dass das jetzt nicht der richtige Bauplatz war, sondern man ein Handwerksgebäude, also ein Betrieb, das war das Wort, ein Betrieb kaufen und abreißen muss? Oder liegt es daran, dass das Cap an Banken oder Wechselstuben in der Stadt erreicht ist? Ne? You know? So, ich kann, glaube ich, Spione wieder losschicken. So, und folgendes. Damit ich meine Position wahre, der Hurensohn muss weg. Den mag aber jeder. Scheiße. Wie mache ich den weg? Ich müsste Beweise gegen ihn finden und ihn so zerficken. Oder ich mache ihn halt wieder über Dauer unbeliebt. Hier, mit einem schönen, ekligen Geruch. Und den Brief aus Rom, Junge. So, den kriegst du erstmal in deinen ekligen Arsch, du Fettgeburt. Jawohl. Dann nochmal... So. Ihr dürft einen Lehrgang in der Schweiz besuchen, um so einen ertragreicheren Meistergrad als Geldleiher zu erlangen. So, Kutscher, du kriegst einen schönen Soldaten. Kutscherknabe. Guck mal, der mag mich auch.
So, das machen wir direkt. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, was mein lieber Lieblingssohn macht. Geldgeschenk. Sola. 10. Krankheiten und Wehwehchen. So, was macht der Chat? Sola sollte mit der Ausbildung fertig sein und soweit Kashi 24 weiß, gibt es kein Gebäudecap. Das heißt, ich muss einen Betrieb tatsächlich wegballern. Warte mal, bietet mir irgendwer... Oder was mit einer Lagerhalle? Dann macht es vielleicht wirklich Sinn, hier so einen Friedhof zu kaufen. 22.000. Ich probiere das mal aus, ja? Ich speichere. Habe gerade Google gefragt. Da steht, dass wirklich nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen für ein bestimmtes Gebäude verfügbar sind, ja. Also muss er so eine Bank kaufen und abreißen. Oder halt, dass es zerfällt. Ich könnte es auch sabotieren. Ah, dann kaufe ich jetzt gegenüber diese Drecksbank. Ey, was soll's, Mann. Ihr besitzt nicht den nötigen Titel. Gibt's auch eine Wechselstube? Irgendwo? Warte mal, wer ist denn der Besitzer? Nein, ich wollte nicht rein, Junge. Warte, wer? Christine Schlons. Seid gegrüßt. Ihr seid hier, um einen Kredit zu ersuchen? Nein, Junge. Kutscher, wir kaufen dir noch Spielsachen. Hier einen schönen Kreisel, mein Junge. Und eine Schiefertafel. Wegen deinem schiefen Kinn. So, mein Lieblingssohn. Jawohl. Mein Lieblingssohn. Jawohl. Da war noch ein Bankhaus. Ja, aber... Ach, hier, Bankhaus. Kann ich aber auch nicht. Ich habe nicht den nötigen Ball. Erst wenn ich in der scheiß Schweiz war. Es kann doch echt nicht sein. Ich will so eine billige Drecks... Wie sieht die aus? Wechselstube. So ein weißes Fachwerkhaus. Recht klein. Der Bade? Aha. Der Zweitgeborene ist der Lieblingssohn, so. Arbeiterhaus, kalte Karte. Ah. Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid... Geldwechsler. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Wechselstube, gezeichnet der Eidgenössische Geldleiherverbund. Oh, warte mal. Jetzt kann ich die Wechselstube erst leiten? Vorher nicht? Man spielt euch übel mit. Check ich nicht. Oh, jetzt habe ich das nicht. Erstmal auf Sub warten. Immer wenn sowas kommt, muss erst einer subscriben, bevor es mit dem Stream weitergeht. Genau. So. Ey, es ist halt übel scheiße. Ich probiere jetzt echt noch eins. Ja, ich speichere nochmal. Ich meine, das war ja vorhin auch nur eine Theorie. Ich kaufe jetzt diesen Drecksfriedhof. Ich kaufe eine Dreckslagerhalle. Boah, Alter. 23. Warum wollen die alle ihren Friedhof verkaufen? Ich check das nicht. Gut, ich kaufe das Ding. Ah, das ist für Händler. Ah. Nee, das geht alles nicht. Dann versuche ich die Scheiße zu sabotieren. Aber ich bin halt übel kacke bei Nacht und Nebel. Aber ich probiere es jetzt einfach. Hier, sabotieren. Ich mache euch einen guten Preis, meint die Gestalt. 4000 und da bleibt kein Stein auf dem anderen. Ich habe gespeichert.
Nice. Das kommt weg. Schön gegenüber. So, ich könnte noch eine Schenke kaufen. Wirtshaus. Gibt es noch eins irgendwo? In der Nähe vielleicht? Ist eigentlich egal, oder? Ich würde die ganze Stadt besitzen. Kaufangebot machen. Hier, ich gebe dir schöne 15.000. So. Da kann ich dann Meister einstellen in meinem jetzigen. Und gut ist. Und dann ziehe ich das andere hoch. Ich könnte auch Nacht und Nebel trainieren. Ja, aber keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht mehr worth, weil ich bin schon so alt. Ich glaube, ich sterbe auch bald. Nice. Ach nee, lehnt es ab. Oh, der Wichser. Habe ich noch irgendwo ein Wirtshaus hier? Das hier? Geldleihe. Irgendwo ein Wirtshaus noch. Schmiede, Arbeiterhaus. Parfümerie. Das ist tatsächlich das einzige andere Wirtshaus noch. Dann mache ich mal ein höheres Kaufangebot. 20.000. So. Bombe wurde ja richtig unauffällig platziert. Was? Nee, nee, wenn ich sterbe, ist das Game nicht over. Aber ich spiele mit einem meiner Söhne weiter. Sola hasse ich. Nimmt an! Verkauft! Nice, ist meins. Oh Leute, der hat alles erweitert, was geht. Hier auch. Okay, weißt du was? Dann renoviere ich das. Oh, was ist das? Sabotage. Es ist eurem Saboteur nicht gelungen. Ja, deswegen. Das macht keinen Sinn. Ich lade neu. Das macht keinen Sinn. Ich brauche mehr bei Nacht und Nebel. Und das fange ich jetzt nicht an zu skillen, weil... Ich glaube, ich sterbe echt bald. So, im Mittelalter ist man 50 geworden. Ne? Guck mal. Oh, ist Pause hier oder was? Ach ne. Hä? Ich kann nicht. Ah, jetzt. So. Dann kaufen wir das, die Konkurrenz auf. Ja? Mein FC Bayern, Junge. So. Wie sieht's hier aus? Es kann ja was werden mit deinen Söhnen. Dein Daddy wurde nur 42. Siste? Oh, hoffentlich muss ich nicht mit Sola. Ich hoffe, ich habe eine Wahl später. Wenn ich jetzt mit ihm weiterspielen müsste, dann das wäre richtig RIP, weil der ist einfach... Guck mal, der ist 6 und Sola ist 10. Ich mache dem mein Geld... Dexter! Ich mache den beiden mein Geldgeschenk. Kann ich nur einem laden? Reiß doch die zweite Schenke ab. LOL. Genial. Aber ich habe jetzt echt erstmal ein Problem. Mit meinem Nachwuchs. Weil ich glaube, ich kann den nicht spielen mit 6. Was ist denn, wenn ich jetzt verrecke? Dann ist RIP, oder? Aber ich gebe Kutscher erstmal ein schönes Taschengeld, mein Junge. Wobei, warte. Er nimmt jetzt erstmal das Kaufgebot an. Ja. Jetzt reiße ich die Kacke ab. So. Aber ist noch nicht weg. Ist noch nicht weg. Jetzt ist weg. Nee. Es muss am Cap liegen. Aber es macht ja auch Sinn. So, nachher gibt es eine Stadt mit 20 Banken. Und dann... Schön, dass man... Schön, dass er sie beide gleich liebt, ja. Ab 12 kannst du mit denen weiterspielen. Lol, da muss ich noch 6 Jahre überleben? Dann bin ich 37. Fuck. Egal, ich kaufe die Schenke trotzdem. So, dann kriegt jetzt mein Sohnemann hier... Gutschein, kriegst Taschengeld. So... Dann gucken wir mal auf dem Markt nach Spielzeug. Oder haben wir das schon gemacht?
Nee, ne? So, so. Nice. Oh, haben wir schon gemacht. Oh, lol. Egal, dann habe ich es fürs nächste Jahr. So, Öllampe. Bevor ich das jetzt mache... Scheiße. Okay. Dann machen wir das jetzt. Oh, hier. Befördern. So. Such dringend einen Spitzenpatron. Bitte schnell melden. Ja. Gut. So, was geht im anderen Wirtshaus? Genau, der hatte ja alles erweitert. Ja, schön. Wie sieht's mit Angestellten aus? Anheuern. Was hat der hier für einen Wagen? Ein Meister stellt sich in einem eurer Betriebe vor. Schön Dreierwagen. Jawohl. Jetzt wird er erstmal investiert, Junge. Den verkaufen. So. Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. Folgt mal. Der regelt das jetzt. Bin ich sehr gespannt. Ich kann trotzdem noch reingucken. Okay, darum kümmert sich der. Gut. Dann widmen wir uns jetzt dem zweiten Ding hier. Und da machen wir Taktik Dünnbier, habe ich gehört. Hm? Eure Anweisungen? Mann, immer ich! Shh. So, dann, ich baue mal Lagerslots aus. Lager ist voll ausgebaut. Okay, dann mit dem Karren ab zum Markt. Ein bisschen einkaufen. Aber ist weiter weg vom Markt, ne? Wo bin ich denn? Ach, ich muss hoch. Okay. So, was brauchen wir denn? Roggen? Gerste, ja. Gut, dann renoviere ich die Scheiße. Oh Junge, ich muss ganz schön investieren. Nächste Stufe. Okay, brauche ich ein bisschen. Gut! Dass er die zweite Schenke umbenennen muss. Wieso wie die Öllampe? Stimmt. Gut. Nee. 5.0 beste. Geile Schenke. Maximilians Wirtshaus 5.0 beste. Ich kann eine Geldleihe nicht ankaufen, weil ich den Meistergrad nicht habe, um die zu... Ich bräuchte eine Wechselstube, das ist Stufe 1 von dem Gebäude. Ne, so wie ein Wirtshaus Stufe 1 ist. Oh, was? Ja. So, da pack deine Sachen und geh, Butz. Scheiße, Mann. Gut. Hier kann ich... Ich kann den halt entlassen. Was macht der Junge denn? Hat der Weingeist gekauft? Eieieiei. Na gut, so. Jetzt erstmal hier... So, und zurück. Da. Ja. Ja. Spandau Boys abgeschlossen. Ausbau, Lager ist in eurem... Ja. Ja, ist ja gut, dass er es macht. Macht ja. Der soll machen. Dabei mochte ich 5.0, als ich 17 war. Ich finde 5.0 voll in Ordnung. Es hat halt diesen schlechten Ruf irgendwie. Ich weiß gar nicht genau, wieso. Ich glaube einfach nur, weil es Dosenbier ist. Die stecken halt null Geld in Werbung. So, deswegen ist es auch so billig. Ah, deswegen hat es auch einen schlechten Ruf, weil es billig ist. Aber es ist, ihr müsst mal überlegen. 5.0 ist ja total schlicht gehalten. Und deren Taktik ist einfach, oder Strategie, oh Leute, der ist krank. Hurensohn. Müsst ihr eigentlich feuern. Naja. Die stecken kein Budget in Werbung, etc. Und chillen einfach. Ja. Und ich finde, also Festival nehme ich immer 5.0 mit. Das Beste. Schwürisch. So, wir haben 6 AP. Ich brauche einen G-Stock. Verdammte Scheiße. G-Stock. Alter. Hatte das zweite Wirtshaus nicht auch einen Meister?
Richtig. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Tatsache. Entlassen. Tschüss, Fotze. Gut. Okay. So. Sehr gut. Dann produziert mal schön Dünnbier. So. Was macht die Politik? Ich will den hier weghaben. Das mache ich einfach mal auf gut Glück. Absetzung beantragen. Tschüss. Dadurch sinke ich zwar in seiner Gunst, aber das ist ja egal. Kanonenturm nutzen? Nein. Mach ich mal nein, bis ich es verboten werden. So, bis ich einen hab. Dann baller ich um mich. So. Ich muss Strafe zahlen. Warum? Sag ihm, er kann auf dem Brief über den Tisch im Brauraum dem Meister regeln. Oh! Da oben? Nee. Ach, da! Meisterbrief. Darf sich die in den Betrieb einmischen? Ja. Darf kein Personal. Darf keine Karren kaufen. Darf keine Erweiterung vornehmen. Budget 1000? Ja, das Mindestding. Herstellung. Ah! So. Ah, cool. Das ist sehr praktisch. Ich glaube 20, 80. Ja. Kümmern sich drei darum, einer darum. So, allgemein. Sehr gut. Schön. Du hattest einen Fisch in deinem Faxe-Dosenbier? Ich finde Faxe auch nicht gut. So alle, ich hab ein Riesenbier, ich bin männlich, da sind Wikinger drauf, ich bin männlich. Aber einfach die Hälfte ist Schal, weil das, wenn du eh du durch bist. Spandaubräu mangelt es an Rohstoff für die Produktion folgender Waren. Ja, da soll er sich drum kümmern. Sehe ich gar nicht ein. Ich hoffe, du hast den Wagen geschickt. Jawohl. Er ist unterwegs. Sehr schön. So. Neue Informationen. Inquisitor. War auch ziemlich eklig. Ist mir erst aufgefallen, als ich es ausgekippt habe. Boah. Das ist echt eklig, Alter. Noch eine Schenke bauen macht keinen Sinn, ne? Ich muss jetzt erstmal wieder Money in the Bank kriegen. Ich mach mal wieder auf normal. Ach so. Ernennungen. Abstimmung Hofrat. Das entscheide ich, ne? Wer das wird. Ja, mach ich einen von den beiden. Der hat hier keine Schnitte. Ich werde den rausekeln wie Sau. So. Der kriegt auch noch einen schönen Brief von mir. Hatte ich diese Runde schon. Okay. Nach die schon in aller Munde angibt, ist in der okay. Rapiere und Beschläge singen. Gut. So, ich mache mal sehr schnell. In einer 1,5 Liter PET-Flasche. Ach du Scheiße. Hey, könntest du Max mal fragen, ob er nochmal PoE streamt? Nee. In absehbarer Zeit nicht. So. Oh, Festlichkeiten sind ausgegangen. Und ihr habt insgesamt so und so viel, ja? Ihr seid ein sehr guter Gastgeber, ihr seid großartiger Gastgeber, amüsierte sich prächtig. Nice. Die lieben mich richtig. Holy shit. GG. GG. Und ich lad. Oh, nice. Stammtisch. Sehr gut. So. Direkt wieder das Geld reinkommen. Sag ihm, der Typ braucht mehr Budget zum Einkaufen. Echt? Echt? Ist es so? Nö, er produziert doch wieder. Ist doch alles gut.
Ich werde es ja mit der Zeit merken. Und hier werden die noch schlecht behandelt. Echt? Eieiei, unmenschlich. Nee, ich bin doch, so bin ich ja nicht. So, deswegen ist er auch krank geworden. Neue Information. Ich will den Wichser, den Bürgermeister wecken. Schade. Gut. Ja, Welt ist hier über. Diesmal ein ordentlicher Mod, ja? El Humbro, der badet sich nur, ja, in der Sonne. So. Oh, Zedel, hi. Ah, ich muss ein Grab mieten, stimmt. Oh, fuck, hoffentlich sterbe ich nicht. Nice. Oh, da kommt Dexter. Dexter! Nice. Ja, ja, kauf die Informationen, ihr Noobs. Das kann ich auch nicht mehr machen. Was macht mein Stammtisch? Oder sitzt ein... Oh, sad life. Feels Batman. So. Der beste Mod bin immer noch ich. Hey. Guck mal, Sola ist einfach wie so eine Mizzet. Und Kutscher einfach mit seinen jungen 6 Jahren hat mehr Rhetorik als ich und mehr Kampf. So, der läuft doch. Wir machen wieder normal. Ich brauche halt Geld hier zum Ausbau. So, aber ist ja jetzt auch gleich vorbei das Jahr. Wird es nochmal spannend. Ich habe also die Absetzung von den einem Hurensohn beantragt. Kutscher ist nicht mal Sub. Ist so, ne? Ich bin bei ihm Sub. Dann kommt ihr rum. Ich bin immer noch der beste Mod. Geil. Alles klar. Wer will Mod haben? 15 Euro eine Maika. Ja, Fisch im Bier. Was soll ich denn am Handy machen, außer sinnlose Scheiße? Ja, ja, Ausreden sind das. Oh, fuck. Da wollte ich jetzt gerade mal gucken, wie sich der Meister angestellt hat. Ist es in meinem Saal? Ja, ne? Ist bei mir zu Hause. Ja. Ich muss die Kontrolle behalten. Niemals. Das merke ich mir, du Hure. Ah, ne, die ist ja übel verliebt in denen, ne? Die müssen jetzt beide dafür stimmen. Franz, es liegt wieder an dir, Franz. Franz. Das sind einfach meine Bros. Und Hiltrud, Alter, das merke ich mir, du kleine Snitch. Nimm ich den Franz. Ja, nimm ich den Franz. Ach, ohne Amt. Ohne Amt wäre halt gut, weil die mag mich auch relativ. Komm, ohne Amt wäre gut, weil dann brauche ich nicht einen neuen ersetzen, worüber ich nicht verfügen kann. Weil das machen ja die unter mir. Ich muss die Kontrolle behalten. Ich hätte ihn nehmen können. Hey, hast du Hob, Hi, hast du Hob sagen, er soll sich ein Grab kaufen? Ja. Später, wenn er tot ist, kann er einen Pakt mit dem Teufel abschließen und wird reich. Muss zurückgezahlt werden. Oder bekommt von den Gegenstand, den man nicht kaufen kann. Okay. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude. Jetzt geht's wieder los. LOL, der Kölner Dom ist einfach da. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Das, Kutscher, wird dein Haus. Ich kauf dir den Dom. So. Bürgerhaus. Nee. Lagerhalle, nee. Wirtshaus Beste hatte 3 Gäste. 5-0 Beste. Spannerbau. Verlässt Dagobert Winkelmann den Stammtisch. Merda. Gut. So, das Ding kann ich erstmal ausbauen. Dann habe ich aber kein Geld. Das sollte ich noch nicht machen. Cool, das kann ich verkaufen, oder? Oh ja, guter Preis gerade. Mach ich mal leichte Eskorte. So, ab zum Markt. Und ich muss auch einkaufen. Gerste. Wobei, wie ist der Preis gerade? Oh, von Roggen ist gerade. Von Gerste auch. Ist in Ordnung.
Er mahnt euch mit ernster Miene. Werter Landesherr Maximilian Knabe, ich möchte euch nachdrücklich darauf hinweisen, dass ihr eure Aktion wieder dem Hause Schrankmann sofort einzustellen habt, so ihr nicht das flammende Schwert der Fehde zwischen unseren Familien heraufbeschwören wollt. Wer ist das denn? Schrankmann Waldemar? Ist er behindert? Was geht bei ihm? Ist es der, den ich abgesetzt habe? Waldemar, Waldemar. Gibt es eine Suche? Dass ich irgendwo eingehen kann, hier den will ich suchen? Ich sehe keinen Schrankmann. Guck mal, den Noob ist da unten. Na gut, so, Markt. Jawohl, jetzt geht's erstmal wieder los. So, ich komm. Oh Gott. Preis immer noch gut. So. Importe. Importe. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Uninteressant. So, ich brauche immer noch einen fucking Gehstock. Ich raste aus. Jawollo. So. Sehr schön. Den Brief aus Rom ist easy. So, ich gebe Kutscher diesen Kreisel. Und ich gebe Kutscher... Ihr werdet Opfer eines Taschendiebstahls. ...diese Schieferntafel. Taschendiebstahl? 80. So. Ihr arbeitet wieder, sehr schön. So. So, ich habe jetzt erstmal genug Weingeist. Ich lasse den mal Körnermahlzeit produzieren. Bürger aus Haus vor dem Brand gesetzt, ist weg eines Saboteurs. Holy shit, ey. Jetzt werden sie aber langsam fickerig. Gut. So, wie sieht's hier aus? Ich muss das noch ein bisschen im Auge behalten. Also, offenbar produziert er das schön, ja. Ach, das kann ich machen. Darum kann ich mich eigentlich noch kümmern, oder? Guck mal, so viel zu tun habe ich jetzt nicht. Darf keine Karren. Darf keine Karren kaufen. Verschickt der Karren? Nee, ja, doch. Minimales Verkaufspreisniveau. 110. Ah, das kann ich auch einstellen. Dieses Spiel ist so geil. Stammtisch wieder voll besetzt. Sehr gut. Das heißt, wenn das hier bei 2000 ist, verkauft das automatisch. Ist einfach nur... Einfach nur GG. Waldemar war ein Herzog, der auch Hofherr hätte werden können. Aber Max hat nicht für ihn gestimmt, deswegen ist er angepisst. Ah, okay. Soll man nicht rumheulen, den Mut, oder? So, wie ist es denn? Dexter! Wie kann ich denn hier reinkommen, in die Reichsebene? Oder bei Ehrenämter? Was? Warum das denn? Was ist das für ein Symbol? Ha! Nein, das ist der, den ich rausgevotet habe. Ah. Und den hier hasse ich auch, Alter. Der hat mich zweimal ausgeraubt, der Hurensohn. Den habe ich irgendwann auch mal weggehauen. Das ist die Gruppe der Loser. So. Gegner. Tatsache. Ohne Amt. Was will er? So. Okay, dann machen wir nochmal weiter. Er erklärt euch die Fehde. Verachtenswerter Landesherr Maximilian Knabe, jetzt ist endgültig Schluss mit eurem schändlichen Intrigenspiel. Alter, ich habe ihm einmal gesagt, er soll sich verpissen. Nun heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Haus Schrankmann wird euch im Boden stampfen. Okay, gut. Der hat aus Unzufriedenheit Roggen gestohlen? Ist es sein Ernst? Ich behandle euch doch gut. Normal. Ihr kleinen undankbaren Wichser. Du wirst erstmal befördert dafür. Hier, bitteschön. So. Ich bin halt ein fucking Wirt. Ich kann da nicht viel machen. Ich besteche ihn.
Nee, bemache ich nicht. So weit kommt es nicht. Ohne Witz, ich bin halt ein fucking... Ach, übrigens. Hat das mal verkauft? Nee. Da könnte das aber eigentlich schon verkaufen, oder? Kannst du Max sagen, dass man wahrscheinlich einen Adelstitel für die Reichsebene braucht? Ah, okay. Ich mache mal testweise 100. So. Ja, zack, weg. Okay, dann funktioniert's. Gut. Ja, ich mache mal 110. Das ist halt geil, der Automatismus. Dann brauche ich nicht mehr drauf achten. So. Gut. Anbauen ist alles. Sehr schön. Renovieren lassen. Ah, dann habe ich kein Geld mehr. Aber ich kann eh bald verkaufen. Ich mache das. Eine Stufe aufwerten. Nur zu. Sehr schön. So, ich habe ordentlich Biere. Der Preis ist aber kacki. So, du kannst wieder Weingeist herstellen. So, es wird. Es wird. In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. Was? Folg mal. Die Renovierung eines eurer Gebäude. Ich hoffe, er kauft gerade. Ich bete für ihn, er kauft gerade. Wenn nicht, muss ich das echt erhöhen. Für die Reichsebene muss man mindestens Oberhaupt der kirchlichen Ebene sein. Dann kommt random die Nachricht, dass du nominiert bist. Kann er leider nichts dran machen, außer warten und hoffen. Okay. Nur gut. Oh lol, woher habe ich auf einmal so viel Geld bekommen? Ah, er hat's verkauft. Er hat's verkauft, klar. So, aber bringt er was mit? Oder ist er dumm? Budget. Das Budget. Ist das sein Lohn oder das, was er... Nee, sein Lohn steht ja im fucking Buch. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt sein Budget erhöhe... Oh, sie arbeiten wieder, oder? Nee, gehen nur hin und her. Ich mache mal schnell, dass der Wagen hier ist. Was ist denn jetzt los? Ihr seid gerade dabei zu sterben? Beim Spaziergang werdet ihr von einem elendig hustenden Mädchen aus Versehen angerempelt. Und da ihr... Ich habe kein Grab gekauft. Es ist soweit. Ich muss neu laden. Das Tor. Und viel schlimmer. Fucking Kutscher ist nicht 12, der Hurensohn. Ihr habt in eurem Leben viel gesehen. Danke. Und erblickt nun den Ort eurer letzten Ruhe. Im Traume tretet ihr näher. Fuck. Sola ist einfach nicht spielbar. Was mache ich denn jetzt? Ich hätte mich eher um Sola kümmern sollen. Zwar habt ihr Kinder, doch leider ist keine schon 12 Jahre alt. Daher könnt ihr nicht weiterspielen. Okay. Okay, dann kann ich ja nur laden. Scheiße. Kann ich mich irgendwie retten, wenn ich ein Grab habe? Irgendwie ein Pakt mit dem Teufel oder... Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Fuck. Jemand bietet euch eine... Fuck. So, aber... Okay, ja, wir, ne? Müssen wir jetzt gucken. So, du kannst Gesell werden. Also muss ich im Gebäude befinden. Weise, ja, uninteressant. Scheiße. Es soll ein Item am Marktplatz geben, das den Tod herauszögert. Das brauche ich, Alter. Fuck, und ich muss mit Sola spielen. Ja. Ein Vertrag machen und dein Leben um 5 Jahre verlängern. Das reicht. Aber dafür brauche ich wahrscheinlich übel viel Geld, wa? Es gibt Versicherungspolicen.
Versicherungspolicen, Wumpen. Aha, okay. Krass. Scheiße. Ja, er muckt schon wieder auf. Warte, bevor er mir jetzt die Fehde ankündigt. Hier, da hast du einen Ring, du Schwanz. So. Ah, ich hätte das Bier noch verkaufen können. Fuck, egal. Importe. Wie ihr wünscht. So. Scheiße, Alter. Warte, wenn ich 5 Jahre warten kann, wie alt ist dein Kutscher? 12. So, ja, jetzt mach doch auf, du Drecksfriedhof. Warte, ich kann Kutscher nochmal was schenken. Kutscher, mein Sohnemann. Hier, lern fürs Leben. Ich pimp den Jungen einfach so hart, ey. Alter, Sola ist auch so useless, Mann. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Edelfrau. Max, kannst du nicht wie in Gilde 2 deine Frau spielen? Kein Plan, ich habe Gilde 2 nie wirklich gespielt. So, einkaufen, Handelskammer, Friedhofskapelle, einkaufen, Friedhofskapelle. Ich will ein fucking Grab. Da, Grab mieten. Geht nur das? Was ist das für ein Kackladen? Gibt's hier keinen tollen Friedhof? Gottesacker Friedhof. Der ist krass, ne? Ja, 42.000 wert. Ich kann nur ein Grab mieten? Mietet euch rechtzeitig ein Grab an. Die Mietsdauer beträgt 10 Jahre. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Gut. Okay. Man merkt richtig, dass Max seine Söhne zu gleichen Teilen liebt. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich muss halt jetzt kurz mal durchziehen. Fuck. Warum kann ich Kutscher keine Ausbildung? Dingsen. So, ich speichere jetzt mal. Ja, ich habe ja notfalls noch den Autosave. So, dann gebe ich Kutscher jetzt nochmal. Nee, ich gebe ihm erstmal noch kein Geld. Ach du Scheiße. Das Spiel ist im Hinblick aufs reale Leben mit Sola mega genau. Der Tank heißt Dr. Faustus, wirkt aber nicht immer. Kannst Durchfall dadurch bekommen, aber er kann auch das Leben verlängern. Ja gut, aber ich kann doch auch... Irgendwer hat doch auch gemeint. Lol, der gibt mir 2 AP, der Trank? Duft. Mystisches. Pulver des dunklen Verfalls. Hexendokument. Wahrscheinlich bei Bücher? Nee. Ich dachte, man kann das dann mit dem Teufel. Der blaue Trank bei Duft und Kraut. Der hier? Eurem Gegner wäre der blaue? Nee. Umkehrung. Ah! So.
Okay, dann erstmal wieder zurück. Ja, ja. Ich habe Durchfall bekommen. Scheiße. Noch ein. Ich kann nur einen pro Runde. Oh, scheiße. Okay, dann muss ich jetzt hoffen, dass es mit diesem Teufelkram packt, scheiße geht. Oh Gott. Fuck. Guck mal, der Vergleich, ey. Sola. Kutscher. Allein seine Handwerkskunst. Junge. Aber ich hätte auch gerne nochmal einen schönen Soldaten für ihn. Guck mal da. Eine Schieferntafel. Ich muss investieren jetzt in meine Zukunft. Nein. Habe ich schon, okay. Einfach neu laden und wieder nehmen den Trank. Stimmt. Könnte ich notfalls. Aber ich will jetzt erstmal wissen. Ja, heul nicht rum. Ich will jetzt erstmal wissen, was passiert, wenn ich ein Grab habe und sterbe. Oh. Aber vielleicht war das auch gerade Zufall, dass ich sterbe. Ein Arbeiter hat euch aus Unzufriedenheit Hurensohn. So. Was geht hier? Ja, der Preis ist kacke. Oh. Ah, okay. Beim Friedhof in eines der Gebäude zu gehen und dort... Nekromantieturm. Friedhofskapelle. Ich kann da nirgendwo reingehen. Kann ich nicht. Hm. So oder so ist dann doch das Game Over. Nö. Wenn ich das machen kann, dass ich 5 Jahre länger lebe, dann ist Kutscher 12. Und Sola sowieso. Vermögen. Sola. Du hast Hexerei verboten, er darf das nicht anbieten. Ah. Unlucky. Dann erlaube ich jetzt Hexerei, aber es passiert auch nicht von jetzt auf gleich, oder? Oh, scheiße, Alter. Was ist euer Begehr? Halt dein Maul, Junge. Sola flucht nebenan schon wieder. Ja, ich hoffe jetzt einfach, dass ich nicht sterbe. Beziehungsweise, falls ich sterbe, das um 5 Jahre verlängern kann. In einem eurer Schankbetriebe fehlen zu. Ansonsten lade ich neu. Erhöhe meine Gesundheit. Why? Ja, er ist schon unterwegs. Und hat das nicht mit. Das heißt, er kauft ein. Gut. Unlucky. Kannst Max sagen, dass man an der Kerze am Bild von... Sehen kann, wie lange man noch... So kleiner die ist. Ja, das wusste ich schon. Warte mal, mein Bild ist ja hier. Ihr seid gerade dabei zu sterben. Okay, Showdown. Ja, weil die Hure mich immer ansteckt. Fotze. Hä, und jetzt? Hallo, passiert nichts? Ah, doch. Es ist soweit. Ja. Das Tor öffnet sich quietschend. Kann ich das skippen? Ihr habt in eurem Leben viel gesehen.
google das jetzt selber. Die Gilde 1 länger leben. Dr. Faustus, bla bla bla. Die andere Methode ist, man hält eine Seance im Friedhof, erst in der Gold Edition, was einiges an AP kostet, aber durch einen Bug im Spiel die Lebenskerze erhöht. Seance. Dexter! Okay, dann gucke ich. Also, ich lese hier gerade. Seus im Friedhof. Seus, die Gilde 1. Wie mache ich das? Also, ich werde Friedhofs bla bla bla. Kann man das nur als Friedhofs, als Totenwächter machen? Scheiße, Mann. Ja. Den Trank werde ich auf jeden Fall nochmal versuchen. Aber Sola wird ja trotzdem nicht 12. Bei Google finde ich nichts so Seance oder was. Also nur, dass es das gibt, aber nicht wie. Spendiert der Eigentümer eine Krypta und hält Seancen ab oder einen Nekromantieturm, um mit Hilfe des Nebel des Grauens ein anderes Gebäude zu. Bla bla bla. So, jetzt erlaube ich erstmal Hexerei. Da. Erlauben. So, jetzt nehme ich den Dreckstrank. Der gerade alles. Alchemistenstube. Scheiße. Scheiße, scheiße. Heilende Tinktur, weil ich angesteckt werde. Hier ist gerade gar nichts, Alter. Hier ist nichts. Die Seance war für den zweiten Spieldurchlauf. Du brauchst ein gefülltes Grab dafür. Mit dem Talent schnell. Okay. Was hatte ich hier jetzt noch? Ah, okay. Das Bier. Ja.
Ich habe ja auf ganz... Ich muss jetzt erstmal... Wo, an welchem Stand bin ich gerade des Tages? Krötenschleim. Ich muss mehr Alchemisten finden. Alchemistenhäuser, scheiße. Das? Nee, ist Bank. Bank sieht so ähnlich aus. Parfümerie? Parfümerie war was anderes, oder? Blume der Zwietracht? Ach ja. Oh, hier? Nee. So beim Friedhof? Umbetten? Vielleicht geht das so erst, wenn ich... Nee. Scheiße. Nicht bummeln, ja. Ja, Alchemistenstufe. Ausdauertrank. Gibt es hier nur eine Alchemistenstufe? Kann doch nicht sein. Arbeiterhaus. Ah, Bombe. Schön. Marktplatz. Hier ist einfach nichts da, ey. Es gibt's doch nicht. Nee, er ist wieder sauer. Ein Arbeiter hat euch aus Unzug. Naja. Das interessiert mich gerade wenig. Trägt die düstere Robe, kommt es zu einem Prozess gegen euch. Okay, ist mir Latte. Flöte. Ektoplasma. Bin ich denn auch eine heilende Tinktur? Ich muss ja bei Duft und Kraut sein. Oder bei Import. Import. Zauberhut. Ja gut. Rohstoffe. Ah, hier? Ne, das war ja... Das war ja meins. Kräuterschnaps. Ach, Kräuterschnaps! Ah, alle Krankheiten, eure Gesundheit wird euer. Ja. Ja, kann ich doch selber herstellen hier. Warte mal. Kräuterschnaps. Nee, komm. So. 20. Ja, komm. So. Kräuterschnaps. Alter, jetzt hat ihr hier keine Zutaten mehr. Aber ich will trotzdem dieses Dingens ausprobieren. Elixier des Dr. Arschloch. Alchemie. Aber es, ganz ehrlich, es muss doch noch einen Laden geben. Es kann doch nicht nur ein Alchemist hier in der Stadt sein. Das wäre übel unlucky. Socken? Ach echt?
Ne, ist für Angestellte. Wollumhang. Ansteckung von Krankheiten schützt. Oh lol. Wollumhang. Wollumhang brauche ich. Warte, Gewandschneidereien gibt es hier ordentlich. Ja, ja, im Friedhof, aber... ich glaube, dafür muss man Totenwächter sein. So, ich brauche einen Wollumhang. Ihr Lappen. Nein, ich sterbe. Ah! Oh. Laden. Lol, er lässt mich aber nicht. Ja, jetzt, komm, mach. Okay, Wollumhang. Den Scheißtrank. Den Schnaps. Ja, jetzt mach doch. Ja, ich weiß. Ich kann nichts mehr machen. Ja, dann lass mich dort sterben, du Lappen. Geht doch. So, Wollumhang. Okay, wir kriegen das hin, Jungs. Hast du das im GGG-Ding schon gemacht? Was ist denn GGG? Das ist das Add-on. Gaukler, Gruften und Geschütze. Und das spiele ich, ja. Aber ich weiß nicht, wo man das im Friedhof machen kann. Das ist das Problem. Sonst würde ich das ja gerne machen. So. Also nochmal. Wollumhang, da. Das gibt uns schon mal ein bisschen Zeit. Was? Ja. So, jetzt. Die Scheiße brauche ich. Krass. Ach nee, ich wollte den Alchemisten-Dings. Ja, ich schätze mal irgendwie, man muss hier in irgendwas reingehen, aber geht nicht. Grab mieten, einkaufen. Friedhofskapelle. Einkaufen. Nee. Nee. Ich brauche diesen den Trank. Den muss ich mir nochmal gönnen. Ich habe jetzt einen Wollumhang. Ach ja, den Schnaps. Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Hä? Geht doch. Ist gerade nicht verfügbar. Aber ich kann ihn ja herstellen. Ist der Friedhof schon auf maximalem Rang? Ich glaube nicht. Gute Frage. Ja, darf er. Darf sich gerne drum kümmern. Ich will aber das hier. So, 100. Go. So, jetzt kann ich das Bier mal verkaufen. Ja, schön. Duft und Kraut. Ja, ich kann nochmal die anderen Friedhöfe checken, aber eigentlich... Nee. Der war Stufe 1. Da ist nur einer. Kann es sein, dass du den Trank im Inventar hast? Nee. Ich habe den ja noch nicht gekauft. Tja. Ich weiß nicht. Jetzt, guck mal, das hier ist ein Gottesacker. Und das hier ist ein Friedhof. Und 42 wert. Das klingt nach Endstufe. So, und das hier kann doch nicht sein, Alter. Dexter! Tachchen. Wie steht dir die Scheiße jetzt hier? Die stehen rum? Oh, weißt du was? Ich feuer den jetzt. Der ist ja ein Vollspast. So, dann, was brauche ich denn dafür?
Silber und Farbe. Ja, dann los. Meine Fresse, ey. Ja, der will Krieg. Schön. Silber, Farbe. Ein Arbeiter hat euch aus Unzufriedenheit und bestohlen. Immer munter zum Dichtervortrag gehen. Ihr haltet euch damit kümmern. Okay. Also es gibt einfach die übelsten Pros hier. Aber ja. Ja, der hat mich wieder bestohlen, der Wichser. So, der Karren ist jetzt gleich da. Er ist da, ne? Ist er das? Ne, das ist noch mein Wagen. Ach, warte, kann ich den einfach auch dahin schicken? Ich brauche Silber. Und Farbe. So. Okay. Dichter. Schwarzes Brett. Okay. Gut. Was fehlt jetzt noch? Ja, nur der Dr. Faust ist scheiße, ey. Nice, gerne. Dankeschön. So, ich guck hier nochmal. Scheiße. Und der soll mit Kutscher eine alte Frau mit viel Kohle heiraten. Alter, der Kutscher wird einfach mein Goldjunge, wenn, falls das klappt. So. Ich hoffe, das wird hier noch was. Sonst muss ich das direkt... So, jetzt los, Jungs. Und ran. Hä? Achso. Eure Anweisungen? Eure Anweisungen? Was soll ich tun? Wie ihr wünscht. Jo! Hat nichts gebracht. Aber der Stoff hier. Das einzig wirksame Mittel gegen finstere Krankheiten. Seid ihr krank und im Besitz dieses Wundermittels, so könnt ihr durch Einnahme des Kräuterstamms die Auswirkungen aller Krankheiten auf eure Gesundheit augenblicklich neutralisieren. Außerdem werden negative Effekte von Krankheiten auf eure Talente aufgehoben. Und der Trank hat nicht funktioniert. Scheiße. YouTube hat nur einen Typen eine Seance erhalten und das in dem Zelt. In dem Zelt? Lol. Es hat sich einfach aufgehangen. Alles klar, ich wollte ein Gauklerzelt, Ich wollte ein Gauklerzelt betreten. Scheiße. Ups. Gibt es laut Internet in der Krypta. Du solltest direkt vor dem Einnehmen von Dr. Faust speichern, ja. So. Ah, werter Freund. Psch. Lasst mich berichten, was ich zugetan habe. Nein! Hat. So, da sind wir wieder. Alter. Gut. Verdammte Scheiße, ey. Ah, werter Freund. Jetzt muss ich hier wieder offline gehen, ey. Ja, ich bin doch offline. Achso, es war was anderes. So. Als erstes. Den feuern. Ja. Wagen losschicken zum... Ne, der andere Wagen ist schon unterwegs. Egal. Trotzdem. Ja. Safety first. Ja.
So, Wollmantel. So. Benutzen. Habe ich jetzt alle drei gekauft? Nee, doch, lol, GG. Okay. Duft und Kraut. Nice. Speichern. So. Wir werden das überleben, Leute. Wirkungslos. Laden. Oha, bitteschön. Dann morgen viel Glück. Wieso wirst du denn operiert? Wenn man fragen darf. Wirkungslos. Mandeln. Ja. Hatte ich auch schon. Warte, muss ich vielleicht Hexerei erlauben? Damit das überhaupt wirkungsvoll ist? Oder ist das halt echt einfach nur prozentual? Hexerei kann ich mal wieder erlauben hier. Zack. Ein dreifacher Hoch auf den guten Herrn Dr. Faustus. Der Trank hat gar herrlich. Ja, jetzt kann ich speichern. Weil besser geht nicht. Wie gerade. Wollmantel und die Kacke. So. Das und das. Guck mal, beide kommen an hier. Zack. So. Das kam weg. Du gehst auch erstmal zurück. Ich muss mich konzentrieren auf die eine Sache jetzt. Ja, ja, heul nicht rum. Ist Friedhof die höchste Stufe, Leute? Könnt ihr das mal ausfindig machen? In der Moment, in der Kapelle, richtig? In der Krypta. Hier gibt es keine Krypta. Ach, Krypta ist die höchste Stufe, kann das sein? In der Krypta. Tja. Totenfeld gerade mal. Tja. Also meine Kerze ist einfach nicht vorhanden. Doch ein bisschen. Scheiße, Alter. Warum produziert ihr das? Why? Was soll ich tun? Wie ihr wünscht. So, ran. Quote Command. Ach so. Könnte man ausprobieren. Okay, bin ich schuld. Ist in Ordnung. So, wir sind eigentlich gut gerüstet. Wir wollen jetzt nur den krassen Schnaps. Wenn wir den haben, wir müssen den einsetzen in dem Moment, wo wir erkrankt sind, oder? Komm ich mal schnell verlaufen. Hat euch aus Unzufriedenheit bestohlen. Wenn ich es halt jetzt nicht schaffe, dann ist verloren. Dann muss ich neu anfangen. Eieiei. Oh lol, er ist ja fertig. Warte, jetzt muss ich mein Lager öffnen, ne? Nee, hä? Wie kann ich das in mein Lager, in mein Inventar tun? Da. So. Okay, einen haben wir. Nun? Ja. Wie erwünscht.
Gibt es ja. Arbeit? Jau. Nein. Ja. Hä? So. Ja, dann, Für Kutschers Stream eingemacht, aha. Gut, ich würde sagen, wir schicken den mal los, falls es jetzt klappt, dass wir weitermachen können. Wie sieht's hier aus? Dünnbier, ja. Aber ressourcentechnisch? Geht. Ist eigentlich total in Ordnung. Gut, meine Villa ist im Bau. Ja. Ich bin gerüstet. Stronghold Stream? Weiß nicht. Eventuell. Tja, so. Hatte mein lieber Sohn diese Runde schon ein Geschenk bekommen? Hier einen schönen Soldaten. Nice. Bitteschön, Kutscher. So. Was brauche ich denn? Ich mache mal auf normal. Ich brauche Roggen. Und hiervon vielleicht noch. Ich habe einfach mich. Ich war super naiv, ne? Schön gespielt und mich gar nicht darum gesorgt. Warte, jetzt bin ich krank. Benutzen. Hat zwar einen widerlichen Geschmack auf eure Zunge, doch er hat seine Wirkung voll entfaltet. Habe ich überlebt? Ich glaube, ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Die Frage ist, wie lange? Ne? Na gut. So, das kann ich verkaufen. Okay. Ich glaube, ich habe es überlebt. Oh. Aber echt, die Frage, wie lange, ne? Scheiße, und du upgrade mal deinen Kackladen, Alter. Aber ich kann jetzt so niemals... Ich kann halt so jetzt ein Jahr noch durchhalten. Und dann mit fucking Sola weiterspielen. Das wäre Worst Case. Guck, ich kaufe jetzt noch irgendwas für Sola. Es ist einfach nichts da. Aber das eine Jahr überlebe ich noch, aber dann muss ich echt mit Sola weiterspielen. Er sollte jetzt jede Runde so einen Trank nehmen. Ja, aber... Ich meine, wenn ich jetzt schon mit 42 kurz vorm Verrecken war, dann werde ich doch jetzt nicht noch 5 Jahre durchhalten. Oder? Oh, scheiße. Warte mal. Ich mache mal einen neuen Slot. Sola Fragezeichen. Okay, falls wir jetzt in 3 Jahren sterben, lade ich da. Oder du nimmst 4 Jahre lang die Kräutersoße kurz bevor du abnippelst. Ja, falls das geht. Aber die wirkt ja auch nicht jedes Mal. Ich muss mir auf jeden Fall einen Vorrat kaufen. Hier, Dr. Faustus, Junge. Wollmäntel habe ich ja 3 Stück. Ach du Scheiße. Ja, gut. Okay. Finde keine Lösung. Hast versucht. Der Typ hat einen krassen Friedhof. Naja, aber der ist nur auf Stufe 2. Max kann Sola nach 5 Jahren auch sterben lassen. Das geht im Haus. Oh lol. Ja, auf jeden Fall. okay, komm.
Oh, Joll. Scheiße. Was für ein Drama, Leute. Kacke. Okay, aber so weit, so gut, ne? Ich kann mal einen Spione losschicken. Da auch. Ich kann ja eigentlich auch beide selber verwalten noch. Das geht total klar. Was macht mein Amt? Oh lol, was geht mit ihr? Warum ist sie so mad? Ach ja, die habe ich ja neu reingedingst, ne? Warte, dann kann ich dir mal ein Gedicht kaufen. Ein Gedicht. So. Den kann ich nochmal abladen. So. Stammtisch voll besetzt und durch. Oh mein Gott. Aber das mit dem Filter, beziehungsweise, Entschuldigung, den Zitaten ist halt übel geil. Ich habe einen produktiven Chat dadurch. Kutscher ist Taschengeld geben, das ist ein guter Punkt. Kutscher braucht sein Taschengeld. Hier mein Sohn. Ah. Ich kann hier mal alles schließen. So, Alter. Meine Nerven, Jungs und Mädels. Diese Runde. Ich hab's überlebt. Jetzt kann ich mit Sola weiterspielen. Das ist zwar nicht optimal, aber ich kann ihn nach 5 Jahren sterben lassen. Geil, oder? Aber vielleicht... Oh, Leute. Leute, ab, oder was? Alter, nicht er. Okay. Nein. Nicht er. Der muss raus. Absetzung beantragt. Gut. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Ja, Lagerhalle. Jemand hat eine Bombe an einem eurer Gebäude gezündet. Eines eurer Gebäude ist vom Brand erfasst worden. What? Ach, das war der Hurensohn, der die Fehde willst. Der will. Meine Spione werden ihn finden. Oh, irgendwer ist verstorben. So, was mein... Ihr seid gerade dabei zu sterben. Ah! Warte. Ja, okay, dann bin ich jetzt RIP. Oh Gott, jetzt muss ich mit Sola weiterspielen. Nein. Nicht Sola. Jede Runde Trank nehmen und dafür sorgen, dass er wirkt. Lebt locker noch. Okay, dann lade ich nochmal. Mit Sola Knabe weiterspielen. Ja, ich schlüpfe in Solas Haut. Nein, ich will so bleiben, wie ich bin. Ich lade neu und versuche den Trank zu nehmen. Autosave, oder? Ja. Ich schreibe extrem dumm. Höre jetzt auf. Hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Ich sterbe instant. Ich sterbe instant. Why? Warum sterbe ich instant? Ja, ja, dann mach doch. Ja, dann stirb doch jetzt, Mann. Oder nicht? Ja, was hat er denn jetzt? Ja, ihr, ja. Dann RIP, los. Nein, will nicht. Ja, gut. Laden.
Alter, jetzt hängt sich das Spiel wieder auf? Nee. Hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel. Ich sterbe instant. Scheiße. Karma, weil du Sola so schlecht behandelt hast. Das wird sein. Jemand hat eine Bombe an einem eurer Gebäude gezündet. Eines eurer Gebäude ist vom Brand erfasst. Alter, mein Leben geht den Bach runter. Bombe am Haus. Ich muss mit Sola weiterspielen. Oh nee, Alter. Scheiße. Ja, dann komm. Hast du Karma nicht gebannt? Alter, der hat ein Talent wie ein Einjähriger. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Scheiße. Renovieren lassen. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Kirche. Was habe ich denn nochmal jetzt für einen Beruf? Eines seiner Gebäude. Vor allem die ganzen AP, die weg sind. Was habe ich denn für einen Beruf mit Sola? Geldwechsler. Ich kann mich aber jetzt nicht weiter um Kutscher kümmern. Wie kann ich jetzt mit Kutscher weiterspielen, bitte? Scheiße. Alter, bietet seinen Dom zum Verkauf an. Und was, in welchem Amt bin ich jetzt? Eieiei, in gar keinem. Bin ich Bürger? Nee, ne? Eure Beruf? Oh, doch. Oh, doch. Cool, das wird weiter vererbt. Keine freien Ämter. Euer Bruder. Kann mir jemand sagen... Na, wo bin ich? Ah, hier. Wie ich mit Kutscher weiterspielen könnte. Weil irgendwer meinte das so vorhin. Ich kann hier nichts machen, ne? Weil... Ach doch, kann ich. Gut. Gut. Titel beziehen sie auf die ganze Familie. Sehr gut. Ja, dann werbe ich mal direkt hier um Ehepartner. Irgendeine richtig alte Reiche. Die ist alt, hat aber kein Geld. 37? Die. So. Er muss dann Sola aus dem Fenster werfen. In seinem Zimmer geht das. Und wenn es brennt, muss er speichern und neu laden. Dann sollte es vorher weg sein. Okay. Ich muss aus meinem Fenster springen? What? Oder wie viele Beweise ich habe. Spionage? Tja, wie springe ich denn aus meinem Fenster, bitteschön? Geht das bei der Villa? Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Im Landsitz. Eieiei, scheiße. Alter, ich muss mit Sola spielen, Leute. Scheiße. Okay, ich lerne erstmal verhandeln. Eieiei. Ich muss jetzt alles lernen. Ich bin so im Arsch, Leute. Oh Gott. Das ganze linke Fenster im Hauptraum. Lol, okay. Geil. Ja, dann rattern wir jetzt einfach durch. Nee, ja, nee, ich spiel's mit Sola. Okay. Ich speichere jetzt. Dann springen wir aus dem Fenster. Sobald Kutscher 12 ist. Ja, ich versuche Sola trotzdem ein bisschen zu pimpen. Er ist ja immer in meinem Verwandter. Das bringt mir was.
Ja, dann machen wir für heute erstmal Feierabend, würde ich sagen. Ist ja auch schon 2 Uhr hier. Das war was. Aber das Spiel ist doch einfach nur geil, oder? Mich irritiert, dass die mir die ganze Zeit hier Sachen zum Verkauf anbieten. Ich habe gerade Solas Todesurteil unterschrieben. Geilo. So, hier war doch wer verstorben. Dann kann ich nochmal neu einstellen hier, bevor ich das vergesse. So, fördern. So. Speichern. Ja, das war's für heute. Haut rein. Ich verabschiede mich. Gute Nacht. Tschüssi.